Ah, Donkey Kong Country Returns. Starten wir mal. Ich habe in der waagerechten Position. So, ja, wir spielen dieses Spiel, dieses wunderbare Spiel, wo wir eigentlich nochmal zurückkehren können. Es ist eines der krassesten Spiele, muss ich sagen, die ich die letzten Jahre gespielt habe. Besonders auch der zweite Teil. Ich mache den Ton ein bisschen lauter, es sieht sogar zu leise aus. Ja, ich habe das Spiel mir schon vor vielen, vielen Jahren gekauft. Ich glaube, das war ein Jahr nach Release oder so. Und ich hatte das halt immer im Auge und dachte mir, boah, da hatte ich noch gar keine große Ahnung von Videospielen. Also schon ein bisschen Ahnung, aber nicht so viel Ahnung, wie es sich dann die Jahre später so erwiesen hat. Und ich fand das Spiel damals kacke. Ich fand es richtig kacke, ich bin nicht übers erste Level hinausgekommen. Und dann habe ich mir das Spiel, habe ich das nicht mehr gespielt. Dann habe ich geärgert, dass ich dafür mein Taschengeld ausgegeben habe, so. Ja, und dann erschien irgendwann Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und was habe ich gesagt? Ich spiele das Spiel ja nochmal und ich habe es durchgesuchtet. Ja, da hatte ich Spaß dran. Dann habe ich mir Tropical Freeze gekauft. Habe ich gerade gesagt, ich habe das gekauft? Ach, egal. Ich weiß, ich habe es mir gekauft und das habe ich dann auch durchgesuchtet. Und jetzt spielen wir endlich hier das mal auf der Wii. Auf der Wii U, die Wii-Version. So, es gibt auch das noch mit dem 3DS. Aber wir fangen einfach mal an. Es kann sein, dass ich heute gut spiele. Es kann sein, dass ich heute ausflippe. Ich weiß es nicht. Wir spielen im Solo-Modus. Ich habe das Spiel mal im Multiplayer gespielt, aber ich finde es halt im Solo viel, viel besser. Für die Leute, die Donkey Kong Country nicht kennen, erstmal hatte ich damals mal auf YouTube Donkey Kong Country 1 hochgeladen. Was wir auch gestreamt haben vor nicht allzu langer Zeit. Ja, nach Donkey Kong Country 3 kam noch Donkey Kong 64. Und das ist im Prinzip Donkey Kong Country 4, sozusagen. Mit sehr interessanten Cutscenes. Ich glaube, die Gegner hießen Tiki oder so, ne? Oh nein. Der sieht nicht so nett aus. Was die wohl machen, diese kleinen Kreaturen. Sie hypnotisieren den Elefantenmann und die Tiere. Oh, wow, wow. Ich finde, also dafür, dass es auf der Wii ist, finde ich diese Animation halt echt schön. Ich weiß, es ist von der Auflösung jetzt nicht so hoch, aber so generell. Klauen die einfach die ganzen Bananen. Und der Diddy. Nintendo-Mütze. Das gibt Rache. Jetzt brauchen wir noch den richtigen Affen hier im Dschungel. Ein Gorilla. Der Donkey Kong. Ist ihm einfach egal ist. Jetzt geht's los, Leute. Little Power! Weg mit dem Kackvieh. So, los geht's. Bin ich mal gespannt, wie die Steuerung diesmal ist für mich. So, hier haben wir erstmal einen Ballon. Das ist die Kassette. Mit einem sehr coolen Easter Egg. Und ja, wenn man schüttelt, dann boah, irgendwie kriege ich die Steuerung gerade echt gut hin. Weil dann haben wir sogar ein paar Krawatten von ihnen. Und hier ist immer ein sehr, sehr cooles Detail. Denn Donkey Kong spielt selber sich Donkey Kong Country Returns. Das ist nicht ein cooles Detail. So, ich mache den Ton nochmal ein bisschen leise. So, ich mag übrigens diese Bewegungssteuerung. Viele spielen auch gerne nur mit einem Nunchuck und so. Ich mag es übrigens auch, wie die ganze Umgebung einfach mitgeht hier. So, gehen wir mal hier rein. So, wenn man schüttelt halt, dann rollt er sich. So, hier haben wir auch ein Puzzleteil, denn man muss hier einen neuen Puzzleteil in dem Level sammeln. Unten drücken und schütteln, pustet der. Oh. Das Gameplay geht mir direkt so in den Kopf rein, weißt du so?
Das ist so geil. Ich liebe dieses Gameplay einfach. Find's so geil. Das sind so Spiele, wo du direkt weißt, was hier abgeht. Übrigens, wenn die Geräusche manchmal so ein bisschen komisch klingen, wie das hier, das kommt dann aus dem Controller raus. Also, da war das mit dem Rollen. Denn hier gibt's so einen Trick, der ist auch schon bei den alten Donkey Country Teilen. Wenn man rollt und dann springt er weiter. So, und übrigens hier in dem Level bin ich, wie ich vorhin schon meinte, immer wieder gestorben, als ich das erste Mal dieses Spiel hier gespielt habe. Immer und immer. Oh shit, wieder. Und wir werden hier oft spielen. Der Donkey Kong Country ist dafür bekannt, dass die Spiele mega schwer sind, weshalb dieses Spiel auch teils sehr schlechte Kritiken gekriegt hat. Weil die Leute einfach nicht verstanden haben, ey. Das Spiel soll schwer sein! Mach doch den Reiz aus. Nein! Ich hab das... Ja, eigentlich läuft mir entlang und dann fliegt dieses Luftschiff dann im Hintergrund. Deswegen ist ja auch gerade nichts auf dieser Fläche. Ist auch ein schönes Detail. Das mit den Blumen. Was auch immer das sein soll. Hier haben wir noch ein Ding. So. So. Ein paar Geheimnisse, ein paar Secrets. Oh, 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 oh. Ah, okay, man muss immer im richtigen Takt drücken. Okay, okay, okay. Ja! Ja, ich hoffe, ihr habt alle Spaß an dem Spiel. Natürlich wird das auch die Tage wieder auf YouTube erscheinen, beziehungsweise die Leute, die es jetzt auf YouTube sehen. Hey, könnt euch das jetzt komplett auf YouTube angucken. Ist das nicht Wunderbärchen? So, da ist eine meiner Hassstellen. Weil das verkacke ich immer. Wir haben es nicht verkackt. Genau, du musst halt reinrollen und dann hochspringen. Man kann es auch noch mit einem anderen Trick machen, und zwar mit dem guten alten Diddy. Oh, ich habe gerade voll Bock auf das Spiel, ne? Und Diddy kann halt das hier. Der kann ein bisschen fliegen. Okay, man läuft tatsächlich langsam, wenn man nicht 1 gedrückt hätte. Ich habe gerade überlegt, weil ich lasse halt immer 1 gedrückt. Oh. So. Ja. Ja, jedenfalls, ich schätze diese Spiele halt unglaublich. Es ist echt krass, was das für also wie gut die Spiele sind. Aber ich sag's gerne nochmal, tatsächlich mochte ich ja den ersten Donkey Kong Country nicht so sehr, aber ey, vielleicht kommt nochmal so eine Welle, dass ey, ich mag das vielleicht bald mehr. Oh shit. Aha! Bum, 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 bum. Ja, die Puzzleteile bleiben übrigens einem gespeichert. Also, wenn ich jetzt hier langlaufe und Puzzleteile sammle, die bleiben gespeichert, aber nicht die, die Buchstaben. Die muss man tatsächlich jedes Mal wieder neu einsammeln. Deswegen, das wird dann ein bisschen schwierig hier. Aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken, würde ich sagen. Hallo, komm her. Er muss sie jetzt nicht besiegen, aber... Wenn schon, denn schon. Achso, und die Münzen, die sind auch wichtig. Für später. Achso, mit Diddy haben wir jetzt übrigens 4 Leben. Ist nicht mal wie früher, wo man ein Leben nur hat mit einer Person, sondern man hat hier ein bisschen mehr. So, bevor wir da vorne hingehen. Ich glaube, uns fehlt tatsächlich noch ein Puzzleteil. Aha! Und 1 fehlt! Ja, wir können jetzt nochmal das Level ablaufen. Nochmal schauen. Aber ich würde das... Es lohnt sich auch alles zusammen, weil man kriegt auch eine Belohnung dann zum Schluss. Ach, shit.
Ein Münzchen. Die Buchstaben sind das Wichtigste. Ja. Der Dschungel. So, da sind wir auf der Oberwelt. Ja, ich werde wohl jedes Level einmal machen. Und wenn wir das Spiel dann durch haben, würde ich dann nochmal alle Level durchgehen, nochmal gucken, was uns halt so fehlt und dann halt alles mitnehmen. Da oben sind auch so Zeichen. Es gibt auch später nochmal eine schwierigere Version, das Level durchzuspielen. Ah ja, wir spielen es jetzt einfach mal ganz normal. Der Kletterkönig. Oh, ich habe gerade so Bock auf das Spiel, ne? Schön. Ich hatte voll Angst, dass ich gar keine Lust drauf habe. Wie gesagt, die sind schon, die werden knackig. Die werden echt knackig. Aber freut euch schon, wenn wir den nächsten Teil zocken. In naher Zukunft. So, genau. Eins gedrückt haben, klettern. Das vergesse ich übrigens jedes Mal. Das wird nochmal lustig werden. Da werden wir oft sterben mit. Okay. Muss hier mal gucken. Man sind manchmal Easter Eggs. Oder Geheimnis, besser gesagt. Wie hier zum Beispiel. Wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich nur die Buchstaben zu sammeln. Der Rest, den kriegen wir schon irgendwie. Die Pflanze können wir nicht besiegen. Ich finde irgendwie die Schnappen viel zu wenig, viel zu langsam. Oder zu schnell. Ich weiß es nicht. Nein, zu langsam. Das ist ja der Punkt alles. So, okay. Ich liebe übrigens das Design auch von Donkey Kong. Ich weiß gar nicht, hier hat er, glaube ich, kein richtiges Fell. Ne? Im nächsten Teil hat er... Siehst du halt das komplette Fell. Es sieht so unglaublich gut aus. Und sonst so, was macht ihr heute noch Schönes? Ich weiß auch noch gar nicht, was ich heute zu essen mache. Also bei mir gibt es morgen voraussichtlich Mettbrötchen. Und wie gesagt, ich bin noch überlegen, ob ich mir morgen frei nehme und morgen die Quatschfilme alle hintereinander gucke. Frage ist dann nur, was ich heute gucke. Ich habe doch gar keine Ahnung. Shit. Okay, hätte eigentlich in der Zeit auch weitergehen können, aber hey. Oh. Stellt mal die Schmetterlinge an. Das sind so Details, die sind so unnötig eigentlich. Aber gerade deswegen sind die cool. Was liebe ich? Inzwischen ist dieses Schwein, was auftaucht, was so ein bisschen aussieht wie das Schwein in Donkey Kong Country. Ach stimmt, eine Besonderheit, wenn man mit jemanden auf dem Rücken hat, ja ich sag jemanden, denn im nächsten Teil kriegt man tatsächlich noch andere Leute auf dem Rücken, dann läuft man ein bisschen, dann kann man für ewig rollen, also so lange wie man will, so. Ja, versteht, was ich meine. So, da kommen wir gleich wieder raus. Aber okay, da oben ist, glaube ich, noch ein Secret. Ja. Oh, ich finde das gerade so schön. Ich weiß, ich schwärme gerade so sehr für das Spiel, aber ich finde es halt herrlich. So, genau, und jetzt können wir hier ewig rollen. Okay, nicht ewig, aber wir können lange rollen. So, ja, ein bisschen realistisch sein. Ewig und unewig. Und der springt aber ein bisschen schneller, ne? Safe Point. Ich finde übrigens dieses Schwein sehr unangenehm. Es tut mir leid, aber ich finde es halt. Es ist halt so. Ich will euch ja auch nicht anlügen. Ist halt ein komisches Schwein. Muss ja auch ein bisschen ehrlich sein hier so. Also das Pusten. Yeah.
Aha. Solche Geheimnisse sind immer mega fies. Ja, also welches Spiel ich auf jeden Fall noch gerne spielen will, das ist sowas wie Donkey Kong 64. Das hatte ich sogar eigentlich erst angedacht, bevor wir das spielen. Die Sache ist aber, Donkey Kong 64 kann ich aktuell noch auf der Wii U spielen. Und die Wii U-Version erschien vor der, Returns erschien vor der Wii U-Version. Deswegen habe ich mir überlegt, dann spielen wir das und dann spielen vielleicht Donkey Kong 64 und dann noch vielleicht was anderes. Wird sich schon irgendwie alles ergeben. Das wird sich schon rechnen, ob es mir glaubt oder nicht, aber ja. Ein N, wie es im Buche steht. Und diesen Witz habe ich schon ewig nicht gemacht. Also es ist auch kein Witz, es ist sogar sehr unlustig. Aber boah, das wird... Oh, wir haben alle! Es wird nur noch alle Buchstaben. Also man muss auch nicht alle Bananen ansammeln, aber ich finde auch gerade, weil so viele Bananen existieren, ist das gerade sehr interessant. Okay. Immer schön die Münzen einsammeln, die sind echt wichtig. Okay, wir haben die weg. Ich wollte nur kurz gucken, ob da irgendwas versteckt ist, weil das sah so eigenartig aus. Okay. So, damit haben wir auch. Wieder da weggerollt ist. Ist nicht los, ist nicht los. Okay. Oh, ey. Ganz ruhig, mein kleiner Freund. Banane! Wir haben uns muss alleine feiern. Und alle Puzzleteile! Aha! Schön, schön, schön. Oh, ich... Ah! Cranky Kongs Laden. Dann schauen wir doch mal nach. Was hat denn der gute Cranky? Endlich, besuch mal deinen alten, gebrechlichen Opa. Gib mal ein paar von deinen glänzenden Bananenmünzen und du kannst dich durch einen alten Kram wühlen. Okay, also ihr seht jetzt leider ein bisschen blöd, weil ich da drüber bin, aber... Hier kann man extra Leben holen, wir haben aber schon 12. Wir können hier einen, verliert ein extra Herz, macht dich vorübergehend unverwundbar. Und wir haben hier Squawks, hilft dir Puzzleteile zu finden. Achso, und wir haben natürlich den Schlüssel. Dieser Schlüssel öffnet einen verschollenen Pfad in dieser Welt. Den nehmen wir natürlich direkt mit. Versuchst du alle Geheimnisse dieser Insel zu lösen oder nimmst du eine Abkürzung? Sowohl als auch, mein Freund, sowohl als auch. Squawks hat übrigens bei mir noch nie geholfen. Ich weiß nicht, also vielleicht bin ich dafür auch einfach zu dumm, aber irgendwie hat er noch nie gefunden. Das Auffinden von Geheimnissen, Squawks, der Vogel deiner Wahl. Okay, mehr will ich aber nicht. Und jetzt ab mit dir, mal sehen, ob du die Suche ohne meine Hilfe hinter dich bringst. Mal sehen. Ah, damit haben wir einen Geheimgang freigeschaltet. Aber wir gehen natürlich sowieso erst hin, und zwar in dem Wipfel-Boogie. Boogie. Ja. Schön, schön, schön. Oh, es wird irgendwie was angekündigt. Einen Moment. Einen Moment, mein kleiner Bruder. Da ist er. Da ist er ja. Achso, Mario Strikers. Sagen wir mal ehrlich, das Game hat schon einiges von Yooka-Laylee und The Impossible Lair abgeguckt. Neuch. Ja, ist halt so ein... Yooka-Laylee ist natürlich besser. Ist ja auch als erstes erschienen hier. Naja. Aber die können ja nichts... Rare konnte ja auch nie was anderes als nachmachen. Entschuldigung, der Witz ist unlustig. Ey, ey, ey. Der Wippelboogie. Ja. Aha. Irgendwie spielt sich das gerade echt langsam.
Aber das kriegen wir schon hin, Leute. So. Nein! Kackvogel hier. Nein! Hoch! Dann halt. Da machst du nichts. Ist so. Boah, ohne Scheiß. Ich kannte früher so viele Leute, die meinten aus Überzeugung, dass alles, was Nintendo gemacht hat, von anderen geklaut ist. Und wenn ich dann so gesagt habe, ja, ist ja nicht so, als hätte Nintendo eigentlich der Vorreiter für die ganzen Sachen gewesen, weshalb du jetzt sagst, dass... Also das war die längsten Bananenkette der Welt, würde ich fast sagen. Ach Mann, was stelle ich mich hier heute auch wieder an? Komm her, du blöder Frosch. Die Frösche sind hier viel humaner als diese Kackviecher aus dem ersten Donkey Kong Country, glaube ich. Au. Oh. Nein, komm her. Ich will die Banane jetzt haben. Oder nicht? Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Da war auf jeden Fall mal ein Spiel und da haben total viele gesagt, das ist doch kopiert davon und davon. Und dann hieß das auch, ja, weil das das Genre ist. Und außerdem waren das so die Ersten, die dies gemacht haben. Ach, das war, glaube ich, Metroid, ne? Bei Metroid Dread, da haben viele gesagt, dass das hier von Hollow Knight kopiert ist. Und dann so, du weißt, dass Hollow Knight eigentlich vom Metroid, nicht Kopie ist, aber halt, dass das sehr stark daran angelehnt ist. Und dass das dann klar ist, dass dann der nächste Teil vom Metroid sehr ähnlich ist. Sehr doofer Frosch. Aha. Hallo? Die Plattform will mich verarschen. Ich hab's genau gesehen. Warte mal, hä? Wie komme ich denn da? Moment. Ah, vielleicht komme ich da gleich hin. Ich glaube, ich weiß schon, worauf das Level hier hinaus will. Glaube ich zumindest. Aha, oder so. Genau, wir spielen nämlich Rambi. Hä? Jetzt bin ich überfragt. Ah, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Oh. Boah, auf einen neuen Metroid-Teil hätte ich aber auch Bock. Das war knapp. Das mit den Puzzleteilen haben die aber auch geklaut. Alle Tier, Klauer. Ob es glauben wollte oder nicht? Und die alles von Banjo-Kazooie übernommen. Übernommen. Cloud. Oh, wo kommst du denn her? Uah! Oh! Nein! Oh. Okay. Kann ich irgendwie absteigen oder so? Tatsache. Ja, hat eine Menge jetzt gebracht. Guck mal, wie der da an der Kante steht. Wie er sich quält. Ist nicht lustig. Nein!
wenn man zu gierig ist, ne? Shit! Ja, wenigstens haben wir das geschafft. Können wir da jetzt nochmal hin? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Oh nein! Warum klingt der dann wie Kazooie? Ah! Die zwei fehlen noch. Was für eine Enttäuschung hier wieder. Und eine Banane nur. Wir sind ein richtiger Kong. Das seid ihr nicht. So, weiter geht's.